Reisegenie.de. Urlaub made in Essen. Auch in der nächsten Saison Partner unserer Moskitos. Moskitos-Fans, herzlich willkommen hier vom Essener Westbahnhof. Ich habe heute hier jemanden neben mir sitzen, auf den ihr eigentlich schon sehr lange gewartet habt, und zwar auf einen neuen Goalie. Und der ist heute hier und es freut mich, Marvin Frenzel begrüßen zu dürfen. Hallo Marvin. Hallo, danke für die Einladung. Marvin ist für viele natürlich im Begriff und er kommt von den Dienstlakener Cobras zu uns. Und wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt, ich sag mal, endlich am Essener Westbahnhof bist? Ja, der Kontakt besteht schon seit mehreren Monaten, und zwar ich habe schon in der Oberliga-Zeit hier mit trainiert, wollte auch wechseln. Es hat aufgrund meines Alters durch eine Förderlizenz leider nicht geklappt und der Kontakt ist nicht abgerissen, im Gegenteil. Der wurde durch den Wechsel von Petrosa nach Essen und im Vorstandswechsel durch den Thomas als erster Vorstandsvorsitzender natürlich gestärkt, und daraufhin fiel mir es eigentlich recht leicht, da zuzusagen. Ja, aus der Schlangengrube zum Schwarm. Du warst aber nicht die ganze Zeit in Dienstlaken. Du hast angefangen, also unter anderem warst du in Neuwied in der Oberliga, hast du gespielt. Genau. Dann bist du an den Niederrhein zu den Grefrater Phoenix gegangen, warst jetzt die letzten 3 Jahre. Ja, 3 Jahre. Die letzten 3 Jahre warst du dann, wie gesagt, in Dienstlaken, in der Schlangengrube, jetzt am Essener Westbahnhof. Ein gutes Gefühl für dich? Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich habe richtig Bock und ja, man wird sehen. Also mit Frankie an der Bande. Ich bin gespannt. Du hast ja jetzt schon, kann man sagen, Erfahrung in der Regionalliga. Bist da auch letzte Saison sozusagen Fanghand des Jahres geworden. Was gab's da? Ja, ein nettes Händeschütteln quasi. Aber ich habe es im Internet mitbekommen, auf einer Facebook-Seite von einem Eishockey-Fan wurde ein Voting gestartet. Und ja, das habe ich gewonnen. Freue mich darüber, aber bekommen habe ich nichts. Aber er bringt einen indirekten Eishockey-Titel mit. Ist ja auch eine Sache. Ja, wir sitzen hier im Torraum, deinem zukünftigen Arbeitsbereich. Ist die Regionalliga eine harte Liga? Müssen sich da so die Jungs, die jetzt aus der Oberliga mitkommen, Gedanken machen? Weil es wird ja oft gemunkelt, oh ja, eine Regionalliga, da sind die nicht ganz so feinfühlig und hauen auch mal da drauf, wo es hätte gar nicht sein gemusst? Ist meiner Meinung nach ein Vorurteil. Ich kenne beide Ligen, die Regionalliga und die Oberliga. Da ist jetzt kein Spieler bei, wo ich sage, die gehen jetzt nur für Knochen. Das hast du in der Oberliga wie auch in der Regionalliga. Also nein. Ja, Marvin, wir haben jetzt gerade über die Regionalliga und die Härte gesprochen. Wie sieht es denn aus mit der Stimmung? Ich meine, wir waren selber mit den Moskitos in der Vorbereitung schon in Neuwied. Neuwied kam ja aus der Oberliga, aber da war Neuwied halt eine Regionalliga. Die hatten ein volles Haus in der Bärenhöhle am Rhein. Und wie denkst du über die Stimmung in der Regionalliga? Müssen wir da große Einschnitte in Kauf nehmen? Es ist schwierig jetzt, wo die drei großen, ich sage jetzt einfach mal, drei großen Vereine raus sind. Du hast trotzdem immer noch mit Neuwied in der Liga, Dienstlaken, die sind da gerade mega am Kommen, was die Zuschauerzahlen angeht. Ich denke auch, dass wenn jetzt Essen irgendwo hinfährt, Essen hat nun mal einen Namen, dass da trotzdem der ein oder andere Zuschauer in die Eishalle strömen wird, der zu einem normalen Spiel nicht dahin gefahren wäre. Also ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen. Ja, und wir bringen ja auch, muss man ja auch sagen, ne, mit Kreuzmann, Richter und McLeod und jetzt Frenzel, der ja auch einen Namen in der Regionalliga hat, bringen wir ja auch schon ein paar namhafte Spieler mit. Also gegen Essen zu spielen wird mit Sicherheit nicht unattraktiver. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass unsere Fans uns hier unterstützen werden. Und dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, wir sitzen hier in deinem Arbeitsbereich und hier liegt auch sozusagen ein Blankohelm. Der ist noch nicht bestückt mit Farben, Aufklebern oder sonstiges. Du hast einen Dienstlaken, das weiß ich auch. Einen Helm gehabt, der war gesprayt, lackiert oder was man immer macht. Ob Bestrebungen, dieses Weiß in was Farbiges zu verwandeln bei uns? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir da schon zwei, drei Designs überlegt, die ich jetzt aber noch nicht preisgeben werde. Was ich sagen kann, ist, dass hinten auf jeden Fall meine kleinen Schwester wieder draufkommen, auf die Rückseite, und die Nummer 95
und jetzt mehr würde ich dazu noch nicht sagen wollen. Lassen wir das, wir freuen uns. Jeder weiß ja auch, ich bin selber ein ganz großer Verfechter von sensationellen Eishockeyhelmen. Vor allem kommt da oft eine Lebensgeschichte oder sonst was drauf. Da freuen wir uns. Die 95, die ist jetzt auch schon so gut wie fest, ja? Steht? Laut Frankie, ja. Laut Frankie, ja. Die 95, hat die eine besondere Bedeutung? Geburtsjahr wahrscheinlich, ne? 95? Ja, ist mein Geburtsjahr. Ich hatte vorher die 36, die konnte ich den Dienstlaken leider nicht nehmen, weil die schon vergeben war. Und dann bin ich halt auf mein Geburtsjahr auf die 95 umgestiegen und seitdem ist das auch zu meiner Lieblingsnummer geworden. Ja. Marvin, viele der Fans, wenn man die bitten würde, dir eine Frage zu stellen, würde unter anderem durchaus kommen, nicht nur, was isst du gern zum Frühstück oder zum Abendessen, sondern auch sehr beliebt, warum bist du überhaupt Goalie geworden, nicht Feldspieler? Ich glaube, bei dir steckt eine besondere Geschichte dahinter, ne? Ja, genau. Ich war früher oft bei meiner Cousine, als ich noch klein war. Und sie hatte vom damaligen DL-Torwart von der Revier im Oberhausen, vom Valin Haimo, die komplette Ausrüstung zu Hause. Und ich fand das so interessant, dass ich unbedingt ins Tor wollte. Und beim Inline-Hockey oder beziehungsweise Skate-Hockey hat sich dann die Situation aufgetan, dass sich der Torwart verletzt hatte und dann haben die einen gesucht. Ja, und dann bin ich ins Tor gegangen, obwohl meine Eltern nicht davon begeistert waren, aber bis heute stehen sie trotzdem dahinter. Warum waren deine Eltern, hatten die Angst um dich oder wo war der Grund, dass die nicht begeistert waren, dass du Goalie wirst beim Eishockey? Ja, wie jeder weiß, Eishockey ist ein teurer Sport. Absolut. Wenn man dann ins Tor geht, umso teurer. Das ist richtig, also selbst Feldspieler ist die Ausrüstung ja schon nicht gerade günstig und wenn du dann auch noch am Tor stehst, die Goalie-Ausrüstung sind nochmal ein paar Euro mehr. Ne? Ja, genau. Aber schöne Geschichte. Ja, Marvin, du kennst ja jetzt auch schon einige deiner Mitspieler, die hier vor dir rumschwirren. Wir haben den Stefan Kreuzmann, wir haben den Thomas Richter, den Aaron Plaut, wir haben zwei neue junge Wilde, ursprünglich auch aus der eigenen Jugend, mit dem Julian und dem Raphael. Was ist das denn jetzt für ein Gefühl, vor allem mit so Kufen-Cracks zusammenzuspielen, wie dem Kreuzmann, dem Richter oder dem McLeod? Ja gut, mit Kreuzmann hatte ich ja schon die Ehre, wenn ich das so sagen darf, kann, hallo Kreuzzi, Skate-Hockey zu spielen in Oberhausen. Für mich ein absolut cooler Typ, ich komme mit dem super klar. Mit dem Richie habe ich ein Beachvolleyball-Turnier mit Kreuz zusammen vor 2 Jahren gespielt, auch ein super Typ. Und Aaron habe ich letztes Jahr beim Training schon kennengelernt, als ich hier mitmachen durfte. Zu den beiden Jungen kann ich noch nichts sagen. Ich kenne die persönlich nicht, habe die noch nicht gesehen, aber das, was ich gehört habe, soll ganz gut sein. Wird ja auch so ein, ja im Endeffekt nicht zweigeteiltes Team, schon ein Team, aber wir haben halt, und das hat der Kreuz ja auch schon im Interview gesagt, ein paar alte Spieler, erfahrene Spieler dabei und halt auch junges, frisches Blut. Und ich denke, es ist auch wichtig für eine Mannschaft, dass gerade jetzt, wo wir uns neu strukturieren, auch junge Spieler dann wirklich wieder nachrücken, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Vor allen Dingen jetzt in der Liga, du wirst es nicht schaffen, auch finanziell gesehen, die Mannschaft mit, ich sag mal, Top-Spielern zu bespicken. Und da sind die Jungen umso wichtiger. Die müssen anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und ja, dafür sind dann aber auch so Spieler wie Kreuzmann, Richter, McLeod da, um denen die Richtung zu zeigen. Ist eine gute Basis. Ich denke, in der Regionalliga, wir werden das Kind schon schaukeln. Werden wir mal abwarten, wie es läuft. Wir formieren jetzt erstmal weiter fröhlich die neue Mannschaft und werden in den nächsten Wochen natürlich weitere Spieler vorstellen dürfen können. Freut euch darauf. Marvin, jetzt sind wir ja praktisch aus der Oberliga. Begleitest du uns in der Regionalliga und wir sind ja auf der Suche nach neuen Derbys. Eins haben wir ja, Duisburg. Die Füchse sind ja auch freiwillig in die Regionalliga gegangen. Herne kommt nicht mehr. Starkes Derby. Aber ich glaube, die Dienstlakener sind dann auch schon heiß Frittierfett, um mal 5 Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Ne? Das wird doch mit Sicherheit in dem Dreieck Duisburg, Dienstlaken und Essen jetzt ein neues Highlight, oder? Was denkst du? Ja, ich erhoffe mir sehr viel davon. Vor allen Dingen, wenn wir nach Dienstlaken fahren, zuschauertechnisch wird das auf jeden Fall einige in die Halle locken. Ich bin gespannt. Da sind wir, glaube ich, alle gespannt. Da wird schon, ich denke, auch ein recht heißer Tanz. Und ist die Halle in Dienstlaken nicht immer voll gewesen? Gab's, wie viele Zuschauer hattet ihr denn da so in den letzten Jahren? Kann man das sagen, so 1.000, 1.200, ja, weniger? Ja, ist ein bisschen optimistisch mit 1.000. Also wir hatten letztes Jahr einmal 1.200, wenn ich mich recht erinnere. Das Spiel wurde aber durch den Sponsor Staude GmbH gesponsert und okay, da hatten die Fans dann halt auch freien Eintritt. Mhm. Sonst lagen die beim Zuschauerstück, glaube ich, knapp über 300, 350.
Das war in Dienstlaken so der Schnitt, klar, mit Hamm, die Hamm, Herford, die hatten alle einen höheren, viel höheren Schnitt, Neuwied. Ja, aber Dienstlaken 300, 350 war der Schnitt. Tendenz nach oben, das steigert sich da auch wirklich von Jahr zu Jahr. Aber ich glaube jetzt wirklich mal ohne Scherz hier, Autobahn-Derby, Duisburg-Dienstlaken, 59er-Derby kann man ja schon fast dann sagen, hier auch um die Ecke, also ich denke... Ich freue mich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auf die Derbys freue ich mich, auch wenn wir nicht mehr in der Oberliga sind. Aber ich denke, da ist die Tendenz, geht da nach oben und da sind wir mal gespannt. Wie ist es denn so, jetzt bist du hier in Essen, wir sitzen jetzt wie gesagt hier im Torraum und dann gegen die alte Mannschaft zu spielen, macht man sich da dann vorher auch schon wieder Gedanken drüber? Ich meine, du warst ja viele Jahre jetzt in Dienstlaken, es geht da so im Kopf dann wahrscheinlich bei dir rum. Ja, also ich freue mich da extrem jetzt schon drauf. Das hat man jetzt schon in den Fingern. Am liebsten würde ich hier zum Eismeister gehen und sagen, mach jetzt hier das Eis drauf, ich will spielen. Kommt mal her. Ja, aber auch gegen Duisburg, da habe ich auch jahrelang gespielt. Auch in der ersten Mannschaft, bin von der Oberligamannschaft ja damals mitten in der Saison beziehungsweise am 5. Spieltag nach Neuwied gewechselt. Genau, das war das, ja. Und ja, ich habe da mega Bock drauf und kann am besten heute schon losgehen. Ja, heute geht es natürlich noch nicht los, liebe Fans, aber wir freuen uns natürlich dann, dass es bald losgeht, hoffentlich. Und es wird ja viel diskutiert, auch noch, wie das da mit den Zuschauern, mit den Hygienemaßnahmen. Aber lassen wir erstmal, müssen wir mal schauen und abwarten. Jetzt darüber zu spekulieren und philosophieren, bringt eh nichts. Ich sage erstmal herzlich willkommen am Essener Westbahnhof Marvin Frenzel, einer unserer neuen Goalies. Und jetzt habt ihr endlich euren ersten Goalie. Hat auch ein bisschen gedauert, aber wir mussten natürlich auch ein bisschen alles umstrukturieren, neue Gespräche führen und wir freuen uns auf dich, auf die Fanghand des Jahres 2019-2020. Dir alles Gute hier, noch eine schöne Sommerpause und dann sehen wir uns im Herbst. Ja, vielen Dank.